Es gab einen Friedenskreis auch in Naumburg und einer der wichtigsten Leute in diesem Friedenskreis, musste ich plötzlich feststellen, hatte mein Adressbuch abgeschrieben. Ich bin da unverhofft in mein Zimmer zurückgekommen. Es war eine WG direkt am Marktplatz in Naumburg. Wilhelm-Pieck-Platz 10 war das damals. Und ich wollte eigentlich zum Bahnhof gehen und bin plötzlich zurückgekommen und sehe auf meinem Schreibtisch einen Zettel liegen und denke, die Schrift kennst du doch. Und hoi, den kennst du, den kennst du, den kennst du. Und merkte also, dass dieser Karl Otto mein Adressbuch abgeschrieben hatte. Und ich hatte praktisch ein Corpus Delicti plötzlich. Er musste fluchtartig das Zimmer verlassen, hat den Zettel da liegen lassen. Und das hat natürlich wahnsinnige Konflikte ausgelöst. Er hat nämlich dann behauptet, ich sei bei der Stasi, ich wollte die Friedensbewegung spalten und hat da einen riesen Fass aufgemacht. Also ist dann in die nach vorne Verteidigung gegangen, also sehr offensiv gewesen. Ich stand plötzlich, kam dann zurück und sah mich plötzlich völlig beschuldigt und musste das dann irgendwie klären. Ich will das jetzt nicht in allen Einzelheiten erzählen. Ich habe dann sogar ein graphologisches Gutachten eingeholt, um nachzuweisen, dass das seine Schrift war. Und er hat sich dann auch da aus Naumburg abgesetzt. Aber das war dann doch so ein tiefer, herber Schock, weil ich ja wirklich Angst haben musste, dass ich wegen dieser harten Beschuldigung da irgendwie Probleme bekomme. Und in dem Moment hat mich aber auch zum Teil dieses Oberseminar, so hieß das, durchaus unterstützt und so. Aber ich musste dann irgendwie sehen, das hat den Punkt dann gebracht, dass ich da eben doch wahrscheinlich so politisiert bin, dass ich an diesem Oberseminar dann doch nicht der Richtige bin und nicht Pfarrer werden möchte.